sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see walls are destroyed, and one is a boy fighting hard to be the better part of me. So I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a nothing. There's something missing you stole, and it's a little tragic. I know I'm better off living without your love, but time and again my thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings, too proud to beg and too numb for stealing. When I rode with all downhill and losing control was a part of that thrill. A part of me still wants you. A part of me still wants you. I've got my own place, an extra toothbrush as well, for someone you don't know of. But these are long days, and even though you can tell there's something I can't get over, I know I'm better off living without your love. But time and again my thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings, too proud to beg and too dumb for stealing. All downhill and losing control was
still wants you. Stellplatz ist eigentlich fast wie ein Campingplatz. Hier gibt es wirklich alles. Wellness, Bäckerei, hinter mir noch ein kleines Restaurant, wo man ganz gut essen kann. Ja, und jede Menge Stellplätze. Hier hinter mir seht ihr die Rezeption, wo ihr euch dann anmeldet. Sie sind alle sehr, sehr freundlich. Man kann also nicht meckern. Zur Stadt sind es ungefähr 20 Minuten zu Fuß. Zum Strand vielleicht 300, 400 Meter. Ja, hier ist der Wellnessbereich für Männlein und Frauen. Wie ihr seht, es gibt Waschmaschinen und einen großen Bereich zum Spülen und sogar ein Bügeleisen. Ja. Hier ist der Wellnessbereich. Hier ist das Badezimmer. So sieht eine Dusche aus. Eigentlich alles sauber und ordentlich. Die Waschbecken. Ja, und die elektrische Tür. So, hier habt ihr auch den Plan. Ihr kommt hier den Kreisverkehr, fahrt dann hier ein Stückchen runter und hier gibt es rechts und links
diesen Platz. Wobei hier, wo das I ist, ist der Empfang. Am besten parkt er übrigens hier so direkt an der Straße, weil er sonst diesen Eingang hier blockiert. Ja, hier mal so alles, was es hier so gibt. So sieht die Einfahrt aus auf der rechten Seite. Und hier auf der linken Seite mit dem Rezeptionshäuschen. Tja, da vorne seht ihr schon den Strand. Von diesem Kreisverkehr kommt ihr. Und da hinten seht ihr schon ein Schild Lidl. Ist also auch nur eine Minute weg, um neue Lebensmittel zu bunkern. Für den Stromanschluss braucht ihr also so einen Schuko-Adapter. Ist also noch ein bisschen altbacken hier der Stromanschluss. Funktioniert aber gut. Die Costa Brava bisher hat mir sehr, sehr gut gefallen. Tolle Straßen. Der Asphalt ist super, übrigens auch in Frankreich, fast alles neu asphaltiert, kann man also sehr gut mit dem Wohnmobil fahren. Man muss allerdings ein bisschen Zeit mitbringen, die Kilometer, die täuschen schon mal ganz gerne. Für 45 Kilometer oder so braucht man gerne schon mal anderthalb, zwei Stunden. Man hält ja auch überall mal, schaut, macht noch mal ein Frühstück oder solche Dinge. Also plant gut Zeit ein. Ja, ich würde sagen, bis morgen.